Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge LP Gonshi bei 7 Days to Die und der Road to Minibike Show. So, ich werde mal wieder. Lass mich kurz hören, weil hier nervt, glaube ich, jemand rum. Ich habe zumindest die Nacht gehört. Hier ist die junge Dame. Die nehmen wir mit, es laggt natürlich gleich. Und ein Headshot interessiert auch überhaupt nicht, ist klar. Das nehmen wir mit. Wir werden jetzt einmal zur neuen Hütte, zu dem nächsten neuen Hütte, sprinten, die Sachen ablegen. Ich hatte zwischendurch mal geguckt gehabt, wie gesagt, ich bin ja nicht so ein Waffenspezialist, deswegen seht es mir immer nach, also Schusswaffen. Die 10er Munition, die ich herstellen kann, ist für eine SMG. Ich tippe oder ich schätze, dass ich die Teile dafür zusammen habe. Natürlich nicht sofort. Das heißt, da ist rechts einer. Ich werde jetzt erstmal die Sachen rüberbringen und dann werde ich nochmal zu meiner ganz alten Hütte gehen. Ist da ein Bär? Ne, ein Hirsch. Der steht aber komisch. Werde nochmal zu meiner ganz alten Hütte gehen, weil ich habe da meiner Meinung nach echt noch viel rumliegen. Hoppala. Und könnt ihr mir vorstellen, dass da noch ein paar SMG-Teile sind. Idealerweise hätte ich das dann. Dann würde sich es auch nochmal lohnen, in den Berg zu gehen und so. Also, ja, ein bisschen was abzubauen. Das ist nämlich bisher die einzige Munition, die ich herstellen kann. 10 mm. Ist schade, ist aber so. Und auch nicht zu ändern. Also, naja. Ja, wir sprechen ja schon viele Tage, wenn nicht sogar Wochen, über die Alpha 13. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass es relativ zügig bekannt gegeben wurde. Vor allem auch dieses Preview-Video. Was cool ist, aber man schätzt so langsam, dass das gut möglich sein kann, dass die Alpha 13 nicht mal vor Halloween rauskommt. Oder vielleicht zu Halloween. Ich persönlich hatte ja gedacht, eigentlich so um den 16. rum, weil dann ist so ein knapper Monat zu diesem Preview-Video her. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Vielleicht kommen die ja mit dem Wasser noch nicht wirklich klar. Also die wollen ja so fließend Wasser einführen. Vielleicht ist das ein Problem im Spiel, warum sie es noch nicht veröffentlichen. Ich persönlich hab ja auch noch nicht so viele Alphas miterleben dürfen. Aber ich glaube, ein Monat vom Preview-Video bis zum tatsächlichen Veröffentlichungsdatum finde ich recht spät. Ich will mal gerade was gucken. Nicht, dass ich. Kann ich die schon herstellen? Nee, das wäre jetzt witzig gewesen, weil ein paar Teile. Sniper habe ich, SMG. Nee, okay. Nee, hier ist halt noch ein bisschen wenig. Also was sicherlich auch in Kürze wieder kommen wird, ist ein Ritt in die zerstörte Stadt, das ist klar. Da werden wir uns auch nochmal auf den Weg machen. Hat er das jetzt? Ja, hat er eingebaut. Gut, wunderbar. Ich brauche nämlich extrem viele Woodframes jetzt für die neue Hütte. Ich laufe erstmal rüber. Das Gute ist, wer die anderen Folgen jetzt nicht mitbekommen hatte, ich hatte es mal einmal zwischendurch erklärt. Ich habe die Tageszeit erhöht. Für mich alleine, oder da ich halt hier im Singleplayer bin, ist es extrem schwierig, am Tag irgendwas zu schaffen. So zu zweit, wie es ja bald kommen wird, zumindest ab der Alpha 13, ist es ja einfach nochmal ein bisschen einfacher, ne? Man kann sich die Aufgaben ein bisschen aufteilen und ich komme aktuell halt. Zumindest mit dem Ziel, das Minibike dann auch mal zu bekommen, komme ich momentan nicht zurecht. Deswegen habe ich halt die Tageszeit erhöht. Wie gesagt, aber auch in den letzten Folge angekündigt. Das macht aber auch nicht alles einfacher, ne? Denn gerade nachts, wenn die Horde dann kommt, haben die natürlich auch nochmal deutlich länger Zeit, auf die Hütte bei mir einzuhauen. Das wird spannend machen. Aber nicht unmöglich. Ja. Ist aber in jedem Fall ein Thema.
So, ich muss nur aufpassen, dass ich die Sachen, die ich jetzt hier alle mitgeschleppt habe, auch loswerde. Denn ich habe so ein bisschen Sorge, ob die Horde nicht, also Quatsch, die Hundehorde nicht noch versehentlich kommt. Das wäre bitter. Hier haben wir 2 Frames. Ist gar nicht mehr so viel. Aber immerhin. Gut. Alles erstmal weg. Habe ich schon eine Waffenkiste? Oh, das habe ich mich gerade ein bisschen schnell gedreht. Habe ich hier. Ich hatte doch irgendwo auch so eine blöden Pfeile. Hier, einen muss ich mal herstellen. Denn ich möchte mich gerne eine Waffenkiste machen, um nachher die SMG möglicherweise schneller herzustellen. Ach Mann. Das ist die. Die machen wir. Storage Weapons. Dann brauche ich hier, wenn ich jetzt alles durcheinander einsortiere, dann finde ich das nachher ewig nicht. Steel hau ich erstmal hier rein. Für die Pistole habe ich eh keine Patronen. Für die Schrotflinte ein bisschen, deswegen lasse ich es mal. Nehme ich es mit. Hier machen wir mal so ein bisschen die Müllkiste. Ich lasse die mal. Ich kann mich nicht entscheiden gerade. Die Pickaxe nehme ich auf jeden Fall mit. Wir schon ein bisschen was. Gut. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Ich habe noch immer noch nicht wieder ein Antibiotikum gefunden. Ein Bett. Ein Bett. Kriege ich hier noch einen schnellen Bett? Pflastert. Müsste eigentlich gehen, wenn ich hier das ganze Stoff sehe. Ich würde nämlich gerne jetzt meinen Schlafplatz hier hinpacken. Gucken, vielleicht finden wir da bei der Gelegenheit auch nochmal irgendwas Besonderes. Hier tipselt es wieder überall. Aber geht noch. Also keine Hunde. Das ist schon mal gut. Ach, ein Hirsch. Lauf mal weiter, dich brauche ich gerade nicht. Nicht meine höchste Priorität zumindest. Ja, den Stein, den nehmen wir dann auch mit. So, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Brauche ich noch sehr viel Stoff. Oh, hier ist ein Zeltlager. Das können wir bei Gelegenheit auch noch platt machen. Das sind 5. Ich glaube, ich brauche 7 oder so, ne? Hier Sleeping. 2, 4, 6. Einen brauche ich noch. Also zweimal die. Habe ich nämlich schon mal zumindest an einem heilen Ort meine Klamotten. Und auch mein Spawnpunkt. So. Denn die andere Hütte ist nett, aber die werde ich jetzt bei der nächsten Horde draufgehen lassen. Und möglicherweise sterbe ich auch, also mit der Konsequenz werde ich dann leben. Das ist denn so. Gucken wir mal. Ja, Bett. Irgendwo hier an die Seite. Sehr schön. So, jo. Dann würde ich sagen, ich habe hier mein Castle neu gesetzt. Dann kann ich den Setpoint, ich bin der Meinung,
Da platzieren. So, ich laufe mal so ein bisschen linkslastig, denn hier habe ich noch nicht alles aufgedeckt. Und wir wollen ja brauchbares looten. Noch Eisen wäre eigentlich nicht so schlecht. Überall können hilfreiche Sachen sein, um das Minibike fertig zu bekommen. Ist das ein Schwesterherz? Nein. Also für die gute alte Krankenschwester hätte ich hier natürlich Zeit gehabt. Die Tasche, die nehmen wir mit. Ja, ich packe erstmal alles ein. Federn haben wir jetzt ja auch wieder ordentlich. Das hört sich so holzig an. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir einmal hier so schräg durch. Komm. Ah ne, das war gar nichts. Und gucken mal, was so kommt. Vieles davon dürfte ja auch wieder untouched sein, selbst wenn ich die schon mal gelootet habe. Weil hier war ich ja schon Ewigkeit nehmer. Ich hatte auch nochmal geguckt gehabt, das sind 5 Tage mittlerweile bei mir. Oder 5 Tage Respawn-Zeit. Keine Ahnung, was jetzt schon wieder mit meiner Stimme hier los ist. Eiert ein bisschen rum. So, Kaffee habe ich ja zur Not auch dabei. Oh, hab ich einen Schreck gekriegt. Mach ich den Bären jetzt platt? Kommt da was? Könnte man eigentlich. Oh, er ist stehen geblieben. Lacher, oder? Wieso komme ich hier nicht? Ach, weil ich dran bin. Schön. Okay. Fast bald draufgegangen. Dann lasse ich den Bären mal Bären sein. Das hat ja echt nicht viel gefehlt. Bin fast tot. Ja, die Schrotflinte ist nett. Aber macht echt keinen Schaden. Vor allem aus der Entfernung nicht. Zum Glück habe ich das gerade noch überlebt. Das war ja. Hätte ich mal lieber mit dem Bogen gemacht. Das wäre klüger gewesen, glaube ich. Dann hätte ich wenigstens die Richtung eingehalten. Aber der war auch mit mal da, ne? So, Ausdauer ist jetzt nicht so optimal. Ich hau mir mal gleich nochmal Tabletten rein. Hatte ich das hier schon mal aufgedeckt, weil hier so ein Weg lang führt? Ah, ist ein bisschen früh vielleicht. Ah, dafür. Gucken, wo der mögliche Hund ist, wenn denn da überhaupt einer ist. So ein First Aid Kit wäre jetzt ganz cool gewesen eigentlich. Dann wäre mein Leben wenigstens wieder voll. Aber nun gut. Ich höre keinen Hund, ich sehe keinen Hund. Somit können wir entspannt weiter. Antibiotikum vielleicht? Nö. Da brennt sogar noch Licht. Die Zombies sind auch schon wieder im Gange.
erstmal die Frames runterholen. Die brauche ich jetzt, um hochzukommen. Okay. Also hier ist ja viel mehr los, als ich gedacht hätte. Aufpassen, dass sie nicht neben mir einer spawnt. Mit Looten wird es schlecht, wenn da so viele sind. Ja, ich weiß, wenn man sich bewegt, dann trifft man natürlich nicht so gut. Alter, wie viele hier rumlaufen, ey. Fast getroffen. Bleib stehen. So, mal gucken, ob wir hier noch ein, zwei von den... Ah, Mist. Gelootet bekommen. Ey, Mann, ey. Muss immer noch aufs Leben aufpassen. Muss gleich nochmal Tablette reinziehen. Aufpassen, dass hier nicht irgendwie ein Krabbler hinter mir ist, oder? Oh Mann. Ich hab auch mal was zu trinken mitnehmen können. Bam. So geht das. Nehmen wir alles mit. Mensch. Aber da kann man ja fast blind drauf schießen, wenn da so viele nebeneinander gehen. Oh, mit zwei Schuss, den dicken. Auch nicht schlecht. So, den Krabbler nicht vergessen. Und dann war es das auch schon. Wenn nicht wieder was dazu lootet. Spawnt. Lootet. Looten machen wir jetzt. Oh Mann, ey. Ich werde den Mist wahrscheinlich gleich eh wieder austauschen. Aber sicherlich ein paar Sachen zum Stacken dabei. Genau, den hatten wir. Guti. Dann können wir jetzt einmal rein. In das schön zerstörte. Und nochmal neu looten. Das ist aufgrund der langen Zeit, die ich nicht hier war, ist hier natürlich nochmal wieder ordentlich was respawnt. Das ist schön. Gucken wir nochmal. Der Tresor vielleicht auch. Und der müsste doch auf sein, ne? Ich habe ihn ja letztes Mal aufgeschlagen. Ja, nur nicht die SMG-Teile, die ich mir erhofft hatte. So, ich muss jetzt erstmal meine Tasche ein bisschen organisieren hier. Das. Oder muss ich gleich nochmal gucken, ob nicht das noch besser ist? 481. Der hat 12%. Der 17%. Dann repairen wir den nochmal gleich. Und ziehen die mal an. So, den scrappen wir dann. Das. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Schmeiße ich sogar möglicherweise. Ich weiß es noch nicht. Weg. Ach, das hätte ich auch gleich mit scrappen können. Papier behalte ich mal noch. Mal gucken. So, erstmal eingesammelt. Jetzt
gucken wir oben nochmal. Wahrscheinlich hätte ich sogar beim letzten Mal hier auch überleben können. Naja, also die letzte Schlacht, wo ich halt nicht überlebt habe, hätte ich bestimmt hier überlebt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Alter Schwede, wie viel habe ich denn hier gelassen? So, SMG. Ich nehme jetzt aufgrund meines Platzes. Ah, da habe ich mit Sicherheit ein besseres. Das sind die normalen. Aber so viele SMG-Teile habe ich aber nicht. Das andere habe ich alles. Ja, das sind auch alles nicht so berauschende Teile. War der Weg wahrscheinlich fast umsonst. Die könnte ich noch mal umwandeln. Den sowieso. Prozent. Vielleicht auch viel besser, oder? Kann ich die nicht anziehen? Okay, die sind. Ja, okay, die sehen. Also rein optisch sind die natürlich erstmal überhaupt nicht besser, aber die sind immer noch schlechter. Ah, okay. Die kann ich nicht. Nicht irgendwie zu Stoff. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Das können wir auf jeden Fall scrappen. Dann können wir das auf jeden Fall auch nochmal repairen. Das ist ein bisschen unglücklich gelöst hier, finde ich. Also, dass ich es mir erst runterziehen muss, dann wieder zurück switchen muss. So, und das eine Stofffetzchen nutzen wir hierfür. Haben wir da nämlich auch wieder ein bisschen Platz. Das nehmen wir mal. Dann habe ich zwar da die Dose, okay. So, habe ich was zu trinken da gelassen? Natürlich. Nicht, wollte ich erst sagen, aber haben wir. Airdrop, Airdrop. Alter, hast du es genau vor meiner Tür runtergelassen? Ich dreh durch. Wie nett bist du denn, ey? Jetzt mir hier falschen Setpoint gesetzt gehabt. Das ist ja geil. Ihr habt Mitleid mit mir, ne? Sieht man sofort. Ich pack das erstmal ein. Wie gesagt, wegschmeißen kann ich es immer noch. Hier hat man nichts da gelassen. Ich könnte es jetzt. Ich mach's mal. So, hier hatten wir geguckt gehabt. Und da wäre sogar noch trinken. Das machen wir gleich mal. Ja, dann sind wir jetzt voll. Das packen wir wieder hoch. Dann haben wir nochmal wieder Platz. Das scrappen wir. So, ja. Wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich würde sagen, hier ist noch richtig viel Stoff. Und hieraus können wir noch Stoff machen. Ich sortiere nochmal kurz meine Tasche und dann bin ich auch gleich wieder da. Denn der Tag dauert ja etwas länger und somit haben wir noch ein bisschen Zeit, auch nochmal zum Airdrop zu gehen. Der hier gerade landen will. Gelandet ist. Nicht. Ist das die richtige Richtung? Ja. Also irgendwo da liegt er. Den holen wir uns gleich in der nächsten Folge. Also, bis dann, euer Gonchi. Ciao.